Dann fahren wir doch erstmal wieder nach Hause. Ist das Dorf da hinten? Ich glaube, ne? So, das Gute ist auf jeden Fall, dass wir das hier als Orientierung nehmen können. Das finde ich schon mal super. Oh, warte mal. Ach ne, ein Skelett. Ich dachte gerade. So, und da ist der Sandberg, ne? An dem kann man sich ein bisschen orientieren, an dem Sandberg da. Vielleicht sollte ich da mal Fackeln draufstellen. Weißt du was? Das mache ich mal. Ich stelle da mal ein paar Fackeln drauf. Oder mach, haben wir noch Erde? Wir haben auch noch Steine. Weißt du was? Ich mache mal mit Steinen so einen kleinen Obelisken da drauf und dann mache ich da Fackeln dran. Dann habe ich das so ein bisschen als kleine... Natürlich sind da Zombies auf dem Bügel. Das ist natürlich wieder klar. Aber egal, wir brauchen noch Knochen. Ich habe nämlich gerade keine. Ich will mir auch unbedingt einen Wolf tamen. Ich wäre schon für einen Wolf dankbar. Für einen Wolf wäre ich definitiv dankbar. Weil da würde ich erstmal so einen Obelisken hinstellen und den können wir ja später, wenn wir mal irgendwann im Nether waren, machen wir da Glowstone oben drauf oder so. Oder vielleicht auch ein Lagerfeuer. Können wir auch machen. So, Vorsicht. Ich müsste eigentlich erst den anderen Tick killen, weil der hat nicht mehr so viel. So, das Schwert war's. Ah, schade, ich dachte. So, aber die geben keine Knochen, ne? Die einzigen, die Knochen geben, sind die Skelette. Jetzt kommt hier eine Fliege rein. Na, wunderbar. Also bei mir hier. Und will mir auf den Sack gehen. So, dann machen wir mal hier. Es wird eh gleich wieder hell, ne? So, dann machen wir mal irgendwie so. Und dann habe ich hier so einen kleinen Orientierungspunkt mit ein paar Fackeln dran. Dann weiß ich, aha, hier ist die Einfahrt in unsere Bucht. So einfach als kleine Orientierungshilfe. Ich denke, ich werde das nach einer gewissen Zeit raus haben. Aber da ich ja so ein Orientierungsgenie bin, ist das vielleicht ganz gut. So. Ach, unser schönes Häuschen. Ich mag es. Ich finde es schön. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich das noch ein bisschen breiter machen soll, aber ja, ich denke, das geht. Ich denke, das geht erstmal klar. So, wir haben jetzt noch ein bisschen was für in den Ofen. Dann würde ich erstmal das Eisen auf jeden Fall machen. Wir haben ein bisschen Schießpulver bekommen, finde ich ganz gut. Wobei TNT, ja, brauche ich jetzt nicht so zwingend. Also, ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. So, den Keller. Den Keller. Ich überlege, ob ich den Keller jetzt schon mal anfangen soll. Und ob ich dafür überhaupt schon genug Sachen craften kann, die ich im Keller platzieren will. Wie zum Beispiel Ofenanlage. Ich möchte gerne die Sachen wie Zaubertisch und sowas. Das soll alles in den Keller. Eine kleine Bibliothek. Räucherofen können wir theoretisch auch machen. Ein Schmiedetisch. Ich brauche auch noch einen Amboss. Ich kann noch gar keinen Amboss bauen, ne? Wieso kann ich denn noch keinen Amboss bauen? Irgendwas fehlt mir da noch. Ich weiß es aber gerade noch nicht was. Genau, also so Sachen sollen ja, wie gesagt, in den Keller. Und Lager. Lagerraum ist ganz wichtig. Ich habe keinen Bock hier natürlich ewig mit den zwei Kisten rum zu eiern. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich den Keller mache. Wir könnten hier nämlich runtergehen und den dann hier einfach rein. So, ich möchte aber natürlich Folgendes machen. Wenn ich den Keller schon mache, soll der natürlich auch die Maße haben, wie das Haus, ne, dass ich jetzt nicht darüber hinausgehe. Sondern das wäre tatsächlich cool, wenn der Keller von hier rüber und dann quasi den Bereich hier von hier so, zack, 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 hier drunter dann wäre. Da muss ich aber gucken, dass ich tief genug gehe, weil sonst... ich müsste dann mindestens, wenn wir hier den Boden haben, ein Block, zwei, drei, vier, fünf. Also mindestens fünf tief, wenn nicht sogar sechs. Aber ist ja egal, wir können ja eine Leiter nach unten machen. Ich mache erstmal sechs tief und dann gucken wir mal. Achso, und wie breit? Das wäre natürlich auch noch wichtig zu wissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Könnte man sich ja auch mal merken, ne? 11, glaube ich, sind's. Wobei man das von außen eh nicht so wirklich sieht. So, 3, 4. Jetzt habe ich keine Dings. Warte mal. Hier, das brauche ich gerade nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen wir erstmal. So, dann machen wir hier 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, so, 8, 9, 10, so, 11, Entschuldigung, so. Dann müsste das jetzt eigentlich passen. Ich grab mich mal hinten nach oben und guck mal, wo wir rauskommen, ob das passt. Sieht aber ganz gut aus. Ja, wir haben genau richtig gebuddelt. Das passt. Sehr schön. Dann mache ich hier erstmal wieder zu. Dann können wir noch einen hochgehen. Weil der Keller soll ja jetzt nicht unbedingt... Der soll ja jetzt nicht unbedingt... Habe ich Leitern dabei? Natürlich nicht. Der Keller soll jetzt nicht zwingend nur eins tief sein oder zwei. Man soll auch sich ein bisschen bewegen können. Ne? Also so ganz so tief muss der Keller jetzt nicht sein. So, dann machen wir hier auch nochmal rüber. Dann müssten wir hier auch 10 haben, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, kurze Maulwurfkontrolle. Moment. Wo bin ich denn da? Warte mal, bin ich da? Ja, müsste. Ich habe mich, glaube ich, um einen verzählt. Was? Was ist denn, wieso? Warte mal, Moment, ich muss mal eben was gucken. Ich kann mir dann auch mal Leitern gerade mit runternehmen. Was ist denn da? Ach so, deswegen. Ich denke gerade, wieso ist denn hier so eine halbe? Ja, klar, weil ich das... Gut, aber können wir ja an der Stelle... Ich sehe nur gerade... Nee, doch, das passt. Das ist okay. So, 6 tief haben wir gesagt. Dann könnte ich auch einfach jetzt mal Folgendes machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, genau, hier ist die Kante. Und uns hier dann nach unten graben. Dann könnten wir hier wieder nach drüben gehen. Dann müssten wir ja theoretisch darauf treffen. Und dann haben wir dann nämlich in der Mitte genug Fläche zum Weggraben. Müssten wir jetzt genau unten gegenstoßen, theoretisch. Der gewiefte Tunnelbauer hat das schon erkannt, was ich hier mache. Genau so. Perfekt. So, und dann sollten wir, wenn wir dann hier rüber gehen, sollen wir hier rüber gehen und dann von hier nochmal rüber buddeln, müssten wir dann drüben wieder auf die andere Ader stoßen. Und dann können wir in der Mitte alles wegmachen. Und dann haben wir wunderbar genau in der Größe einen Keller ausgehoben, außer vielleicht hier. Es regnet. Es regnet. So, hier haben wir noch einen raus, aber das ist egal. Da sind wir jetzt mal nicht so päpstlich als der Papst. Das ist mir jetzt mal egal. So, müssen nur gucken, dass wir das nachher alles irgendwie auf einer Höhe haben. Und guck mal, da ist sogar schon der Zugang zum Lavasee. Das ist sehr gut, das möchte ich nämlich auch haben. Dass wir da vielleicht noch so einen Notausgang oder irgendwie so einen Geheimgang vielleicht machen, der dann zum Lavasee führt. Ich mag sowas immer total gerne. Wenn man dann so Geheimgänge anlegt und sowas. Ich finde das immer super. So, ich bringe das jetzt erstmal ein bisschen auf eine Höhe und dann gucken wir gleich vorne am Strand mal, was wir da noch abdichten müssen. Ich gehe hier auf jeden Fall mal noch einen tiefer. Das ist sogar noch einen tiefer. Ne, weil ich muss ja hier gleich wieder ein bisschen zumachen, damit man das nicht sieht hier. So, dann bleiben wir ruhig auf der Tiefe hier, würde ich sagen. Dann sind es, glaube ich, 7 oder 8 tief, aber ist egal. Das macht nichts. Wir können ja, wenn wir da vorne zugemacht haben, gleich mal gucken, wie tief der Keller insgesamt werden soll. Auf jeden Fall gleich erstmal Leitern holen, weil der soll nicht durch eine Treppe begehbar sein. Ich möchte eine Leiter nach unten machen. Sonst muss ich im Haus nachher später zu viel machen. Zu viel. Na, sag schnell. Im Haus muss ich dann zu viel Platz verschwenden für eine Treppe, mit der ich dann nach unten baue. Und das möchte ich dann nicht. Nee, nee. Das lassen wir mal schön bleiben, nicht wahr? So. Ich brauche ganz dringend Spitzhacke. Dann machen wir gerade noch eine und dann lasse ich schon mal ein bisschen Baumaterial hier, was wir ausgehoben haben, damit ich nicht den ganzen
Sheet hier dabei habe. Die können wir weglegen. Und hier die ganzen Steine. Brauche ich erstmal alles nicht. Den Sand nicht. So, das Kupfer können wir schon mal wieder hier reinlegen. Wir haben nämlich hier wieder ein bisschen Eisen bekommen. Vielen Dank. So. Leiter. 6 Stück wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich baue mal eben noch ein paar. So, Leiter. Ja, das müsste lang. So, die möchte ich da so festmachen. So, komme ich da? Ja, komme ich. So, ah ne, muss ich... Warte mal, kann ich... Ja, ich muss gleich mal gucken. Ich muss gleich mal gucken, wie ich das mache. Wir machen ja auch keine Dreckdecke oder irgendwas. Wir machen ja schon eine vernünftige Möglichkeit. Ich guck mal, wie ich das hier gleich mit der Leiter mache. So, erstmal müssen wir das jetzt auf jeden Fall alles auf eine Höhe bringen. Das ist ganz wichtig. So. Es muss ja auch noch ein vernünftiger Boden rein. Deswegen kann man ruhig einen mehr wegnehmen. Hier ist ja noch Eisen im Keller. Ja, hallo. Den muss ich aber haben. Den Eisen. Dann können wir nämlich auch irgendwann mal die Werkzeuge umstellen auf Eisen und nicht immer mit den Steinspitzhacken. Ich meine, die sind günstig und man hat immer viel davon zur Verfügung, aber naja, gut. Das hätte ich eigentlich weglassen können, ne? So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht immer noch weiter tiefer mache. Weil ich einfach an der Stelle immer wieder nochmal eine Runde tiefer grabe. So, jetzt müsste es aber passen, ne? Ja, das müsste passen. So, dann würde ich sagen, erstmal freudiges Wegbuddeln. Ja, ich weiß, das würde jetzt wahrscheinlich auch mit einer Eisenspitzhacke viel schneller gehen. Aber wir nehmen erstmal Stein. So, gerade gucken, was die Uhr sagt. Ich habe wahrscheinlich die Folge auch schon jetzt auf 2 Teile aufgeteilt, weil ich habe nämlich total die Zeit vergessen. Aber ich denke, das ist okay. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass die Aufnahme insgesamt jetzt schon 43 Minuten geht. Und ich werde wahrscheinlich irgendwo mittendrin geschnitten haben. Weil ich einfach die Zeit vergessen habe. Aber das ist nicht schlimm. Das kann bei Minecraft schon mal vorkommen. Da mache ich mir jetzt auch erstmal keine Gedanken. Früher habe ich das auch immer so gemacht. Ich habe früher meine Let's Plays immer... Ja, ich habe am Stück aufgenommen, so 1 oder 2 Stunden und habe dann einfach immer mittendrin einen Schnitt gesetzt. Manchmal hat das besser gepasst, manchmal eher nicht so. Manchmal war es sehr gemein, weil ich an einer sehr fiesen Stelle einfach gesagt habe, so, Cliffhanger. Und mittlerweile habe ich mir aber angewöhnt, immer die Folgen dann auch mit einer kleinen Abmoderation zu beenden, weil ich das irgendwie angenehmer finde, um ehrlich zu sein, damit ich auch für mich so ein bisschen sagen kann, ja, okay, das war es jetzt erstmal mit der Folge. Und habe dann auch so ein bisschen die Kontrolle darüber, wie viele Folgen ich schon habe, wie viel es nachher am Ende werden und brauche auch nicht so viel schneiden. Ne? Ich lade die Folge rein und kann im Prinzip sagen, ja, die Länge ist in Ordnung und kann sofort rendern. Das geht einfach schneller und spart ohne Ende Zeit, denn ihr wisst ja, ich gehe ja noch normal arbeiten und habe nicht unbedingt jetzt immer so mega viel Bock und noch Lust, mich dann auch am Wochenende noch ewig hinzusetzen und da Videos zu schneiden, dann mache ich mir das natürlich so einfach, wie es irgendwie möglich ist. Nicht vom Gameplay unbedingt, aber es geht mir halt darum, dass ich dann nicht noch mega viel Aufwand mit dem Schnitt zubringen muss. Da hatte ich in der Vergangenheit immer schon genug Ärger mit, wenn da mal irgendwas schief gegangen ist, der Ton hat mal nicht gepasst und. Falls ihr selber Let's Plays macht, dann wisst ihr ja, was ich damit meine. Und was einem da gegebenenfalls ab und zu mal ein bisschen Probleme bereiten könnte, wie zum Beispiel eine nicht vorhandene Schaufel. Steinschaufel. So. Gut, dass ich mir noch eine zweite Spitzhacke gemacht habe. Die eine wird nämlich gleich auch wieder den Geist aufgeben. So. Und er sagte es. Und auf der Stelle brach sie in 2. So, ist übrigens für Gelson auch neu, ne? Also Gelson hatte in seinem alten Domizil einen ganz kleinen Keller. Das war im Prinzip einfach nur eine Bodenklappe, die nach unten ging. Und da hatte er ein paar Vorräte, so was man im Wald so findet, ne?
und auch ein bisschen Trockenfleisch etc. So eine kleine Kammer, wo man das Fleisch aufgehangen hat. Und das war's. Hier, das ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass Gelson einen größeren Keller aushebt. Das ist schon gut. Und das bedeutet auch, dass Gelson hier bleiben möchte erstmal eine Weile und sich hier relativ wohl fühlt. Ja, es gibt ein Dorf hier nebenbei, aber die Dorfbewohner lassen ihn in Ruhe. Und naja, von den Pillagern war bis jetzt auch noch keiner da. Also im Moment haben wir eigentlich ein ganz chilliges Leben. Die Monster lassen uns soweit in Ruhe. Sofern ich hier natürlich ausleuchte und verhindere, dass hier irgendwo was spawnt. Gut, dass ich das gerade noch gemerkt habe, weil das könnte nämlich durchaus passieren. Ich weiß zwar nicht, ob die Blöckeanzahl hier ausreicht, die wir freigelegt haben, damit was hinter mir spawnen kann, aber ich will es auch nicht rausfinden. Nee, deswegen. Also ich denke, wir haben hier eine ganz coole Location gefunden. Wir haben jede Menge Holz. Wir könnten hier uns eine kleine Stadt bauen, wenn wir das denn wollen. Aber erstmal nicht, denn wir sind ja hier, um uns zurückzuziehen, um unser Leben zu nachzudenken, neu anzufangen vor allem. Vielleicht weniger über das Leben nachdenken, eher neu anfangen. Neu anfangen, uns eine neue Bleibe schaffen, einen neuen Wald, den wir bewirtschaften können. Ich finde es übrigens schön, dass hier so viel Kies ist, weil dann können wir nämlich später grobe Erde machen, weil aus grober Erde kann man wiederum Blöcke machen, oder das sind dann grobe Erdeblöcke und auf denen wächst nichts. Da kann man Trampelpfade und so anlegen. Das finde ich super. Das finde ich absolut spitze, dass man dann Trampelpfade machen kann. So, ich würde das hier mal eben zumachen, damit mich das nicht behindert. Eventuell habe ich da jetzt einen zu viel gesetzt. So, wie hoch mache ich die Decke denn? 2, ne? Müsste eigentlich gehen. Ja, das ist okay. Ich glaube, das ist okay. So, dann machen wir hier. Dann, ne, wenn wir dann hier sind. Und dann haben wir über dem Kopf noch 1, 2. Das müsste eigentlich. So, und hier muss ich dann natürlich auch noch wieder zumachen. Muss dann gleich mal gucken, ob das hier so alles passt, wie ich mir das vorstelle. Aber das sieht ganz gut aus bis jetzt. So, guck mal, es sind keine Monster gespawnt. Und wie gesagt, erst einmal Regen. Das mag ich sehr. Können wir auch mal gerade ein bisschen zumachen hier. Sieht ganz komisch aus. Guck mal, keine Monster am Strand. Sehr gut. Haben wir super hingekriegt. So, der Keller ist jetzt erstmal zu. Hier vorne gucke ich noch mal, ob ich hier nicht irgendwo einen falsch gesetzt habe. Aber das sieht doch hier vorne. Aber da wächst ja gleich wieder. Da wächst ja gleich wieder was drüber, dann ist okay. So, dann würde ich erstmal wieder runtergehen. Wir können auch, weißt du was, ist zwar eigentlich egal, weil wir jetzt eh unten sind, aber ich würde gerne doch schlafen. Denn wenn man 3 Nächte hintereinander nicht schläft, kommen Phantome. Wir sind zwar in der Hütte hier relativ sicher, aber ich brauche gerade, ehrlich gesagt, keine Phantome. Ich brauche die einfach nicht. Weil wir sind auch noch nicht so gut ausgerüstet und naja, ne, das... Ich brauche das einfach nicht. Habe ich denn das fertig verarbeitete Kupfer reingelegt? Hier, genau, weil ich das erstmal nicht so brauche. So, alles, was ich erstmal nicht so brauche, lege ich erstmal weg. So, hier haben wir nämlich auch Eichensetzling. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Das Fleisch können wir weglegen. Wir können den Bambus gerade mal zwischenzeitlich draußen irgendwo hinsetzen. Hinten ist noch ein Skelett. Kann man den Bambus eigentlich auf... geht. Ich möchte den aber nicht unbedingt hierhin haben, glaube ich. So, wo machen wir denn den Bambus mal hin? So, Skelett. Du hast Knochen. Ich brauche Knochen. Das ist wunderschön. Aua. Aha, schon ist die Sonne da, ne? Können wir nicht mal gerade was futtern. So, dann machen wir hier so ein bisschen Bambus hin, oder? Ich glaube, das geht klar. So, einfach mal gerade hier ein bisschen verteilen. Weil aus Bambus kann man sich wunderbare Gerüste machen. Guck mal, wie schnell der wächst.
Da kann man sich wunderbare Gerüste machen. Die kann man dann auch beklettern. Also das, die finde ich immer ganz toll. Oh, ist ein Fleisch. Jetzt habe ich den Fleischlappen in der Hand. So, und die finde ich immer ganz toll, wenn man auf hohe Gebäude muss und so. Dann sind die immer ganz wunderbar. So, ich mache mal eben gerade provisorisch hier so ein bisschen. Ich gucke mal, dass ich das mit der Leiter vielleicht gleich noch ein bisschen anders mache. Aber erstmal ist das wichtig, dass ich hier auf jeden Fall hoch kann. Da hat er die falsch hingesetzt, da möchte ich die nicht haben. So, und die Fackel setze ich mal dahin, damit wir hier so ein bisschen... Okay, wunderbar. Ja. Das sieht doch für einen Keller gar nicht mal so verkehrt aus. Klar, wir müssen die Wände noch entsprechend machen und so weiter. Weil der Keller soll vernünftig aussehen. Also ich hätte hier, wie gesagt, auch ein paar Moosblöcke dann später. Und so weiter. Aber die Wände und das soll alles wunderbar aussehen. Das soll ein richtig schöner, alter, rustikaler Keller werden. Mit aber auch entsprechenden Wänden. Also das soll jetzt nicht eine Mischung aus Erde und Stein werden, sondern das soll schon vernünftig werden. Das ist ja auch das Fundament des Hauses oder zumindest ein Teil des Fundamentes. Und das heißt, das muss ja auch ein bisschen stabil sein, nicht wahr? So. Gucke ich nochmal gerade auf die Uhr. Ja, das passt. Wir können noch ein bisschen weiterbauen. Bin auch ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass die Pillager uns in Ruhe lassen. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass die danach direkt erst nochmal einen Trupp losschicken, der hier nach dem Rechten schaut. Aber das scheint momentan nicht in deren Interesse zu sein. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die dann den Raid immer nur auf die Dörfer machen oder ob die auch uns angreifen. Das ist halt die Frage. Ich kenne es nur so, bis jetzt, aus meiner anderen Welt, dass die das Dorf angreifen. Sobald man auch mit den Dorfbewohnern so ein bisschen Handel treibt. Ich glaube, das war der Auslöser. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann auch einfach so gewesen sein, dass die gesagt haben, so, wir machen jetzt mal Ärger. So, 1, 2, 3, 4, so. Wollen wir die 3 hoch machen? Wollen wir den 3 hoch machen? Dann könnte ich... Ansonsten müsste ich noch 2 rausnehmen, weil ich ja noch einmal Decke einziehen will. Machen wir den Keller 3 hoch oder 4? Bin mir noch unsicher. Auf jeden Fall muss ich hier nochmal einen höher gehen. Das sehe ich gerade schon. Das hatte ich mir auch fast schon gedacht. So, das war es gleich wieder mit der Schaufel. Aber wir haben zum Glück keine weitere. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht versehentlich hier Eisenschaufeln mache. Die sehen verdammt ähnlich aus. Ich habe keine Stickies mehr, ne? Ich glaube, 3 hoch Keller reicht, oder? Ich glaube, 3 hoch reicht, sonst muss ich da vorne zu weit hoch machen. Draußen vor der Tür. Und dann sieht das nachher so nicht mehr so natürlich aus. Weil noch kann ich das da vorne so machen, dass wir das ungefähr verstecken können. Schlimm wird es, wenn man irgendwo Gänge macht und so und muss das dann irgendwie kaschieren mit Dreckblöcken. Und dann sieht das nachher gar nicht mehr natürlich aus. Dann hat man einfach eine Dreckwand. Und ja, müsste dann ewig viel Dreckblöcke setzen, damit man das irgendwie kaschiert. Das ist eine Heidenarbeit, das will ich ehrlich gesagt nicht. Würde jetzt hier nicht passieren, aber nee, solange man das noch irgendwie verstecken kann, ist das, glaube ich, ganz okay. Dann muss das nicht sein. So. Die Spitzhacke wird das wahrscheinlich nicht mehr aushalten. Und einen Steinschneider brauche ich noch. Ich muss gleich mal gucken, ob ich mir schon einen Steinschneider machen kann. So, Spitzhack. Spitzhack ist gerade abwesend. Ihre nächste freie Spitzhacke ist gleich für Sie da. Moment. Ich brauche erstmal Stickies. Brauche ich mal ein paar mehr machen. So. Sticky Stickmann. Und dann brauche ich Steinspitzhacke. Machen wir ruhig mal 2, weil aus Gründen. Ich glaube, ich weiß auch schon, was ich mache. Deswegen bin ich gerade froh, dass wir so viel Kohle geholt haben, weil ich möchte nämlich gerne aus Cobblestone mir schöne Steine machen, schöne Mauerwerksteine, die wir dann hier unten verbraten. So, jetzt lasse ich nochmal kurz messen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Jawohl, ist genau symmetrisch. Sehr gut, dann haben wir nämlich auch keine Probleme mit irgendwelchen Sachen, die dann vielleicht später nicht passen oder. Muss mir nur mit der Leiter noch was überlegen, das gefällt mir noch nicht so gut. Das gefällt mir leider noch nicht so gut. Das ist aber auch dem geschuldet, weil ich dann hier natürlich... Ja, sonst lassen wir die einfach. Wir können ja eine Säule daraus machen. Das ist ja egal eigentlich. Das ist ja eigentlich egal. So, dann könnten wir nämlich hier schon mal ein bisschen Cobblestone zu Stein verarbeiten. So, ich muss noch gerade gucken. Kann ich einen Steinschneider schon bauen? Was brauche ich denn dafür? Was brauche ich denn für den Steinschneider? Wenn ich das jetzt wüsste. Ich muss dafür irgendwas bauen, was ich beim Steinschneider brauche. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich überlege. Irgendwas brauche ich bei dem Steinschneider, was ich noch nicht habe. Eine Bodenluke können wir natürlich auch mal machen. Aber ich glaube, die war es definitiv nicht. Nee. Was brauche ich für den Steinschneider? Wir haben Eisen, das brauche ich auf jeden Fall. Das weiß ich. Blöcke vielleicht? Brauche ich vielleicht Steine? Also hier? Ja, der war's. Alles klar, super. Spitze. Sehr gut, dann würde ich den Steinschneider nämlich auch nach unten bauen. Ich brauche Steine. Ich hatte es doch noch richtig im Kopf. Alles klar. Sehr, sehr, sehr gut. So, wo ist er? Da. So, pass mal auf. Den bauen wir mal hier in die Mitte. Genauso wie die Werkbank. Dann ist die mir jetzt nicht im Weg, wenn ich die Wände reinziehe. So, dann mache ich erstmal draußen nochmal zu, würde ich sagen. Ich verkleide mal unser Außen. Unsere Außenwand, die wir da leider aufgegraben haben. Gegraben haben. So, warte. Dann haben wir hier... Ja. So, dann machen wir nämlich einfach folgendermaßen. Damit das noch halbwegs okay aussieht. So, und dann fällt das hier auch nicht so auf, ne? Können auch meinetwegen hier noch ein bisschen rausziehen. So. Ja, ich glaube, das ist okay. Das sieht aus wie eine natürliche Abbruchkante hier. Das ist okay. Wie gesagt, das soll nicht zu unnatürlich aussehen. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Guck mal, wie schön das hier alles grünt und blüht. Ach, ist das schön. Ist das toll. Ich mag das. So, und der Bambus schießt ordentlich in die Höhe. So mag ich das. So habe ich mir das vorgestellt. So. Einwandfrei. So, die Musik ist auch gerade so schön episch. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, die Fackeln. Die müsste ich jetzt erstmal auf den Boden setzen, weil ich muss ja noch eine Wand rausnehmen. Eine Schicht Wand muss noch raus, damit die Dicke so bleibt, wie sie ist. Deswegen mache ich mal eben Folgendes. Damit mir die Fackeln nicht abhanden kommen, wenn ich jetzt die Wand rausnehme. Machen wir das mal so. Okay. Wir könnten auch erst die Decke einziehen. Eigentlich. Aber ich glaube, die Steine sind noch nicht gut, ne? Wir haben noch nicht genug Steine. Ach, das ist Andesit. Ich denke gerade, hä? Okay. Dann machen wir erstmal die Wand raus. Ja, machen wir erstmal die Wand raus. Schon mal als Vorarbeit sozusagen. Und dann, wie gesagt, machen wir drei hoch den Keller. Ich glaube, das ist okay. Dann können wir natürlich auch die Truhen entsprechend stapeln. Also immer zwei Vierer-Truhen oder nee, zwei Zweier-Truhen übereinander. So meine ich. Muss dann mal gucken, wie ich das mit dem Lager mache. Aber ich denke, das geht schon irgendwie klar. So, dann hier brauchen wir dann nichts. Das machen wir ja gleich eh zu. Dann können wir die eine Ecke stehen lassen. Das spart nämlich ein bisschen Material, wenn man hier so... Ne, das hier wird ja gleich eh links und rechts zugemacht. Das heißt, das sieht man nicht mehr. Da kann man ein bisschen Material sparen. So.
Ich glaube, ich werde mir jetzt auch demnächst mal eine Eisenspitzhacke machen, weil das dauert doch ein bisschen zu lange hier immer mit den Steinspitzhacken. So, da ist das Video bzw. die Musik stehen geblieben. Ich lade mir die, glaube ich, mal runter. Dann kann ich die Playlist auch ein bisschen beeinflussen. So, ich hoffe nur, dass uns jetzt draußen der Sand nicht runterrutscht. Nee, sehr gut. Aber ist nicht schlimm, wenn die Musik jetzt mal gerade nicht spielt, weil ist sowieso gleich Folgenende. Ja, leider ist schon wieder Folgenende. Ich weiß, aber es muss sein. Ich mache jetzt das hier nur noch gerade fertig und dann ist gleich auch schon wieder Folgenende. So. Also ich finde die Playlist, wie gesagt, bis jetzt gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Die ist voll okay. Die ist voll okay. So, haben wir noch eine Steinschaufel? Ich habe natürlich keine mehr. Verdammt! Die Schaufel der Freude. Da ist noch eine. Nehme ich die doch. So, ich gehe jetzt hier, wie gesagt, noch einmal rum und dann ist auch gut. Vielleicht habe ich auch für nächstes Mal wieder ein interessantes Thema. Ich muss mal gucken, hier beim Kellerausbau kann man immer gut über irgendwelche Themen reden. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne. So, jetzt muss ich kurz gucken. Ich glaube, das müsste aber. Warte, nicht, dass ich jetzt einen zu viel mache. Dass es jetzt dann doch wieder unsymmetrisch wird. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann ist das Wand Nummer 14, dann ist das okay. Dann müssten wir hier. Können wir ruhig Andesit nehmen. Mit Andesit mache ich sowieso nichts. So, und dann hier machen wir, weiß ich nicht, irgendwie eine Tür. Das lasse ich erstmal offen dann. Da können wir dann eine Tür oder irgendwas machen, die dann hier hinführt zur unterirdischen Quelle von der Lava. Und dann ist das, glaube ich, okay. So, dann machen wir die Fackeln hier auch wieder weg. Dann, oder, nee, Quatsch. Was mache ich denn? Die brauche ich noch. Ich brauche noch die Fackeln. So, ich stelle die nur, wie gesagt, mal auf den Boden, weil jetzt gerade dann hier unten es schlecht wäre, wenn hier was spawnt. So, ich würde mal sagen, ist gerade sowieso Nacht, ne? Wunderbar. Mensch, ist das klasse. So, dann haben wir mal hier versehentlich zwei Folgen aufgenommen hintereinander. Ich glaube, das ist aber auch okay, weil ihr wisst ja sowieso, was in der nächsten Folge kommt. Wir werden auch dann erstmal im Keller weiterbauen. Und ja, hoffe ich aber, dass das dann schnell fertig wird. So, dann danke ich erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Gute Nacht. Euer Engels, LP.